Ich stelle euch heute diesen kleinen DC-DC-Wandler vor. Hier ist der Ausgang, da abgeschnitten ist der Eingang. Die waren eigentlich ursprünglich an einem E-Bike-Motor-Controller montiert. Wenn die Eingangsspannung nicht so hoch ist, also ich würde sagen maximal so 24 bis 30 Volt, dann vertragen die DC-DC-Wandler einen Strom von bis zu 0,8 Ampere. Und wenn die Eingangsspannung bis 60 Volt, was das Maximum ist, was er verträgt, steigt, dann würde ich nicht mehr als 0,5 Ampere Strom ziehen, weil der Wirkungsgrad, der sinkt mit der Differenz der zu überwältigenden Spannung. Jetzt greifen wir halt zu anderen Mitteln. Haben wir hier unten auf dem Print, hier ist der Eingang und da hier sind die, steht 6 Volt und der Ground, also Plus, Minus vom Ausgang und wie man auf der Platine sehen kann, der Minus, der ist hier gemeinsam. Also es gibt drei Möglichkeiten, wie man den DC-DC-Wandler verwenden kann, entweder so wie er ist, mit seinen 6 Volt. Man kann den Wandler aber auch als Stromregler umbauen, relativ einfach. Das wäre diese Version hier. Oder als Spannungsregler, den man einstellen kann. Ein wenig aufpassen, dass man die Drahtschlaufe hier drin, dass man die nicht durchtrennt. Denn diese ist eigentlich der On-Off-Schalter, weil der Chip hat einen On-Off-Pin drauf. Und wenn man den hier zum Pin 4, das ist von außen gesehen das zweite Bein. Dieses muss man weglöten. Das ist der V-Adjust-Pin, über den wird die Spannung geregelt. Da ist er, den schön freigelegt. Manchmal lötet man den anderen auch mit weg, aber den kann man wieder zurücklöten. Wir fangen jetzt mit dem Spannungsregler an. Ich habe hier am Eingang zwei längere Kabel eingelötet, einfach an die originalen Lötstellen. Dazu brauchen wir folgende Komponenten. Ich habe hier einmal ein 5 Kilo Ohm Potti und einen 380 Ohm Widerstand. Verschaltung sind. Den Abgriff für auf Pin 4, den müssen wir da dazwischen machen. Das ist eben dieser Pin, den wir freigelötet haben. Und der braucht eigentlich eine Referenzspannung von 1,25 Volt. Und jetzt kommt die Erklärung, wieso dass man mit dem Potti die Spannung regeln kann. Man muss über den 380 Ohm Widerstand immer 1,25 Volt abfallen. Das heißt, entsprechend, wenn wir das 5K Potti auf 0 drehen, dann haben wir eine Ausgangsspannung von 1,25 Volt, weil hier fällt ja keine Spannung ab. Hingegen, wenn wir das auf 5K raufdrehen, dann müssten wir rechnen, wie viel Ausgangsspannung es braucht, dass hier immer noch 1,25 Volt abfallen. 1,25 durch 380. Ohm, das gibt dann irgendeinen Strom, das rechne ich jetzt nicht. Und diesen Strom müsste man dann mal diesen Widerstand
rechnen und dann hätte man die Spannung, die hier abfällt, plus diese 1,25 Volt und das würde dann die Ausgangsspannung ergeben. Hier jetzt das Potti richtig anschließen. Also sprich, dass wenn wir da auf 0 gedreht haben, dass dann auch wirklich die Ausgangsspannung am tiefsten ist, messen wir jetzt, auf welchen Füßen das Potti da 0 Ohm hat. Also, mit diesen zwei verbleibenden arbeiten wir weiter und diesem Widerstand. Dieser Widerstand muss jetzt da irgendwo auf den Ground kommen. Ja, gut, das zu treffen ist dann schwierig. Doch, gefunden. Gut. Also der muss auf den Ground. Dann das Potti montiere ich üblicherweise da über dem, dem da. So. Das heißt, wir kommen da zu Pin 4. Wir müssen auch mit dem Widerstand da. So, brauchen wir Zinn. Ja, die zwei haben wir, den Pin 4 noch nicht. So. Und jetzt fehlt uns noch ein Silikon gefüllt, aber das macht nichts. Nach diesem Schema V-Out, der schwarzen Leitung auf das Potti gezogen, vom Potti ja, direkt auf Pin 4, dann von Pin 4 über den 380 Ohm Widerstand hier an die Masse. Ich habe jetzt einen Voltmeter angeschlossen und eine Glühbirne. Die Glühbirne habe ich nur so dran gesteckt. Das kann man da sehen. Eingangsspannung ist momentan 35 Volt und es fließt irgendwie 0,05 Ampere. Jetzt kann ich da die Spannung erhöhen und so weiter und so fort. Oder? Und jetzt relativ hoch, man kann bis ungefähr 18 Volt aufdrehen, sollte aber nicht über 16, da die zwei Ausgangskondensatoren mit 16 Volt die Spannung limitieren. So, das war der Umbau zum Spannungsregler. Der Stromregler, der funktioniert leicht anders. Und zwar haben wir da wieder V-Out. Dann kommt in der Regel eine LED, weil die will ja stromgeregelt sein. Dann kommt unser Pin 4, der immer 1,25 Volt verlangt. Und dann kommt unser Regelwiderstand. Und dann erst an die Masse. Das heißt, der gesamte Strom vom Verbraucher, also der LED, sprich, läuft über unseren Spannungsregler. Und hier habe ich jetzt einen 1,5 Ohm Widerstand eingesetzt. Einer von denen. Der hat auch ein bisschen mehr Leistung, weil da fällt ja effektiv knapp 1 Watt ab. Das heißt, jetzt ist die Rechnung so, wir wollen eigentlich jetzt in diesem Fall für diese LED 0,8 Ampere. Hier haben wir immer diese konstante Spannung, die 1,25 Volt. Das heißt, wir müssen jetzt U, also 1,25 Volt, geteilt durch 1,5 Ohm. Und das gibt uns nach URI gibt das 0,83 Ampere. Also das heißt, egal welche Last das hier diese LED oder welche Spannung diese LED verbraucht, ist eigentlich egal. Der Spannungsregler passt immer dieses Verhältnis an, diese 1,25 Volt. Das heißt, wenn jetzt hier zwei LED in Serie sind, dann verdoppelt der ganz einfach die Ausgangsspannung
Und dann fließen nämlich wieder diese 0,8 Ampere. Wenn man jetzt aber die LED trennt, dann ist die Ausgangsspannung vom DC-DC-Wandler gleich der Eingangsspannung. Und dies stellt ein Problem dar, sofern die Eingangsspannung vom DC-DC-Wandler über 16 Volt liegt. Weil dann explodieren nämlich die zwei Kondensatoren auf der Ausgangsseite. Wenn die Eingangsspannung vom DC-DC-Wandler also höher ist, sollte die Trennstelle immer beim Eingang des DC-DC-Wandlers und nicht zwischen DC-DC-Wandler und LED liegen. Ich hoffe, das Video war lehrreich und falls ihr gerne mit diesen DC-DC-Wandlern basteln wollt, könnt ihr diese auf tutti.ch kaufen. Einfach für DC-DC 6 Volt suchen.